Ich war heute auf einer Insel, wo nur Schweine sind und ich wurde von einem Seeigel gestochen. Das war mein Leben heute. Wir haben angefangen beim Frühstück im Hotel, war sehr lecker, 10 von 10, wurden abgeholt, wurden zu diesem Strand gebracht, zu dem Boot, wo wir dann halt zu der Insel gefahren wurden. Beim Betreten wurden wir von so einem süßen Hund begrüßt. Oh mein Gott, diese Hunde, die da rumlaufen, die sind alle so süß. Ich hoffe, denen geht's allen gut. Ich schwöre, die tun mir so leid. Übrigens ist das Boot so schnell gefahren, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Als allererstes waren wir schnorcheln auf einer Insel, die heißt Koh Tan. Da wurden wir dann kurz rausgelassen und konnten da halt die Fische und sowas angucken und die Korallen, dies, das. Dann wurden wir auch direkt auf die Schweineinsel gebracht und da waren einfach Schweine, ja. Man durfte die Schweine auch anfassen, man konnte die füttern, man konnte denen Wasser geben und diese Schweine waren so süß. Und hier ist übrigens die Story zu den Schweinen. Macht gerne Stopp und liest euch das durch. Daniel und ich haben uns entschieden, dass wir Kajak fahren. Und dann bin ich auf einen Seeigel getreten. Und oh mein Gott, Leute, das hat so hart wehgetan. Und der Typ hat mir einfach mit einer Bierflasche raufgehauen. Und dann meinte er, ich soll einfach 2 Tage warten, dann geht das auch von alleine weg. Und ja, ich hoffe, ich kann darauf vertrauen. Es ist jetzt übrigens auch schon Abend und ich habe auch keine Schmerzen mehr.